Auf das Perm folgt die Triaszeit. Trias bedeutet so viel wie Dreiheit. Diesen Namen wählte man, weil die Trias sich in drei sehr unterschiedliche Serien teilen lässt. Die erste davon ist die Buntsandsteinzeit. Das Klima ist heiß und trocken. Das Meer hat sich nach Norden zurückgezogen und das Terra-Vita-Gebiet ist von Höhenzügen umgeben, von denen nur hin und wieder Bäche in die wüstenhafte Ebene fließen. In den Bachbetten und Tümpeln lagert sich Ton und feiner Sand ab. Oft fallen die Gewässer über lange Zeit trocken. Der feine Schlamm, aus dem diese neue Schicht besteht, enthält Eisen. Und durch die große Hitze beginnt das Eisen, sich mit dem Sauerstoff der Luft zu verbinden. Es oxidiert. Dadurch nimmt es eine rote Farbe an. So entsteht über Jahrmillionen eine mächtige rote Sedimentschicht, die mal aus Ton, hin und wieder auch aus feinem Sand besteht. Eine ganze Landschaft färbt sich rot, wie wir es heute zum Beispiel in den Halbwüsten im Südwesten der USA beobachten können. Wir reisen weiter durch die Erdgeschichte, in die Muschelkalkzeit, den zweiten Teil der Trias. Wieder hat das Meer große Teile des heutigen Europa überflutet. In vielen Teilen Deutschlands lagern sich am Meeresgrund Massen von Muschelschalen ab. Daher hat die Epoche ihren Namen. Auch im Terra-Vita-Gebiet entstehen so einige neue Gesteinsschichten. Ein anderer Prozess, ähnlich dem aus der Permzeit, herrscht jedoch vor. Das heiße Klima lässt immer wieder große Mengen Meerwasser verdunsten. Der im Wasser gelöste Kalk fällt aus und lagert sich am Grund des flachen Meeresbeckens ab. Über die Jahrtausende bildet sich eine meterdicke Schicht aus Kalkablagerungen, oft durchsetzt von den Überresten früherer Meeresbewohner, wie Seelilien, Muscheln oder Ammoniten. In einigen Abschnitten der Muschelkalkzeit weicht das Meer so weit zurück, dass sich in unserem Raum ein Kalkwatt entwickeln kann, auf dem bei Niedrigwasser auch Landtiere unterwegs sind. So fanden Geologen an vielen Stellen rund um Osnabrück die Fußabdrücke eines Vorläufers der Saurier, genannt Macrocnemus. Der dritte und letzte Abschnitt der Trias wird Keuperzeit genannt. Das Klima ist nach wie vor sehr warm und noch immer ist das Land zeitweise vom Meer bedeckt. In denjenigen Phasen, in denen das Meer sich zurückzieht, ist das Land von großen Flusssystemen zerschnitten. Davon zeugen sandige Ablagerungen, die heute als breite Bänder entlang der ehemaligen Flussläufe im Untergrund zu finden sind. Dieser Sand soll, verfestigt zu Sandstein, später noch einmal als Baumaterial vieler historischer Gebäude Bedeutung erlangen.